Hallo Kelly aka Mrs. Vlog hier und heute geht's um eins meiner allerliebsten Lieblingsthemen auf dieser Welt. Harry Potter. Nicht ganz. Etwas, das sich im Harry Potter Universum abspielt. Nämlich das hier. Nicht ganz. Um einen Film, der erscheinen wird, in dem es um das hier geht. Nicht ganz. Bei dem es um den hier geht. Nude Scamander. Für alle, die es nicht wissen, es kommt ein neuer Film raus, der im Universum von Harry Potter spielt. Das heißt, wenn ihr euch gar nicht dafür interessiert, würde ich euch raten, wegzuschalten. Aber ich muss bitte einmal Fangirl sein und ausführlich über diesen Film reden. Ich habe nämlich ein paar Infos rausgesucht, was man über Newt Scamander wissen könnte, sollte, kann. Und wenn ihr nichts wissen wollt, wenn ihr völlig blank in diesen Film reingehen wollt, dann würde ich auch abschalten. Und für die, die nicht so viel Zeit haben wie ich, hier eine gesammelte kleine Informationsgeschichte. Da das Ganze ein Screenplay ist und kein Buch, also es gibt das Ganze auch in einem Buch, aber es handelt sich nicht genau um dieses Buch, also ich sag später dazu mehr. Weiß man nicht wirklich, was passieren wird in diesem Film, was total aufregend ist, weil sonst wusste man immer, was passiert, weil man die Bücher gelesen hat. Das Drehbuch ist auf jeden Fall von J.K. Rowling geschrieben und sie war auch am Filmset dabei. Dieser Film soll sich um Newt Scamander drehen, der Autor für Fantastische Tierwesen und Wo man sie findet ist. Dieses Buch, das es jetzt auch für Muggel gibt. Allerdings ist das hier wirklich nur ein Buch, wo Zauberwesen aufgelistet sind und wo sie leben und was sie tun, aber keine Story. Deswegen habe ich mich schon immer gefragt, was soll da bitte passieren? Muss ja um Newt Scamanders Leben handeln. Also, wer ist Newt Scamander? Newt Artemis Fido Lurch Scamander ist 1897 geboren und lebt wohl bis heute. Jedenfalls wurde nie sein Tod irgendwo erwähnt, also muss der Typ noch leben. Wie schon erwähnt, er ist Autor dieses Buches, das sogar bei Harry Potter auf der Einkaufsliste stand, vor seinem ersten Jahr in Hogwarts. Seine Leidenschaft für Tiere hat Newt offensichtlich von seiner Mutter vererbt, die Hippogreife gezüchtet hat. Ihr kennt die vielleicht noch aus den Filmen oder aus den Büchern. Das ist so eine Mischung aus Pferd und Adler. Er kommt aus England, ist also auf die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gegangen. Hat das wohl abgeschlossen, was sich ein bisschen mit dem Trailer beißt, weil da sagen die, dass er rausgeflogen ist, aber alles, was ich über ihn finden konnte, was J.K. Rowling auch selber geschrieben hat, war, dass er abgeschlossen hat. Und hat danach im Zaubereiministerium in der Abteilung zur Führung und Aufsicht von magischen Wesen gearbeitet. 1918 hat er im Auftrag dann angefangen, dieses Buch zu schreiben und ist um die ganze Welt gereist, um magische Geschöpfe aller Art zu erforschen. 1918. Der Film, der wird um 1920 rumspielen. Um genau zu sein, 1926, als Newt Scamander das erste Mal nach Amerika reist, nach New York City, um dort wahrscheinlich für sein Buch zu recherchieren. Gehe ich mal davon aus. Später heiratete er dann Poppetina Goldstein. Tina Goldstein, die im Trailer vorkommt. Und manche Leute denken, er war Schulleiter von Hogwarts für eine bestimmte Zeit, weil wohl im Film ein Porträt von Newt Scamander in Dumbledores Büro hängt und da hängen ja nur vergangene Schulleiter. Aber das ist super schwierig, weil Dumbledore Lehrer von Newt Scamander war, als er in Hogwarts war. Newt wurde übrigens in das Haus Hufflepuff eingeteilt. Und vor Dumbledore war ein netter Herr namens Dippet Schulleiter von Hogwarts. Und in dieser Zeitspanne, in der das hätte passieren können, wäre es Newt Scamander nicht wirklich lange Schulleiter gewesen. Also niemand weiß irgendwie, was da, ob das einfach ein Filmfehler war und alle sind total verwirrt und hat er seinen Job einfach nicht gut gemacht? Hatte er keinen Bock mehr? Niemand weiß es. Aber ein Mysterium bleibt und zwar war er 1993 bis 1994 irgendwann in Hogwarts und niemand weiß, was er da gemacht hat oder ob er vielleicht doch schon tot ist und es nur ein Geist war und er Hogwarts heimsucht, weil er ja mal Schulleiter war oder weil er dort zur Schule gegangen ist. Und man weiß, dass er dort war, weil Harry auf der Karte des Rumtreibers Newt Scamander sieht. Also er sieht ihn nicht, aber er wird gezeigt im Film und das ist so, what? Und was macht er da? Und bläh. Ein weiterer Funfact ist, dass Newt Scamanders Enkel Rolf irgendwann mit Luna Lovegood verheiratet ist und sie Zwillinge zeugen. Dieses Universum ist so krass groß, what the fuck. J.K. Rowling meinte, dass Newt Scamander einer ihrer Lieblingscharaktere aus diesem Universum ist und Luna Lovegood auch, deswegen dachte sie, die muss die beiden irgendwie verbinden. Sweet. Und jetzt zum Film oder zu den Trailern, die bis jetzt raus sind. Wie gesagt, Newt Scamander bereist das erste Mal in Amerika, New York City, 1926 mit einem Koffer
voller magischer Tierwesen, die dementsprechend Geräusche machen und anscheinend für Probleme sorgen. Denn Newt wollte ursprünglich nur ein paar Stunden in New York bleiben und irgendwas ist schiefgegangen. Was in der amerikanischen Zauberwelt nochmal für mehr Probleme sorgen würde als in der englischen. Die Briten sind nämlich irgendwie viel mehr ins Muggelleben integriert und die Amerikaner leben alle noch isolierter von den Muggeln. Deswegen da die völlige Panik ausbricht, weil die halt Angst haben, dass sie auffliegen, weil diese ganzen Wesen da rumschwirren. In den Trailern sieht man aber erstmal nur zwei Wesen. Oder besser gesagt Biester. Einmal den Niffler und den Swooping Evil. Und da ich ja mein schlaues Buch habe, kann ich gleich nachgucken, was das für Wesen sind. Ein Niffler ist ein britisches Biest. Es ist flauschig und schwarz und hat eine lange Nase. Und es mag alles, was glitzert, weswegen man es nicht zu Hause halten sollte. Das erklärt zum Beispiel auch, dass im Trailer dieser Niffler an der Brieftasche oder an so einer Tasche hängt, weil die halt glänzt. Vielleicht. Oft werden Nifflers von Goblins gehalten, um für sie irgendwelche Schätze auszugraben. Sie leben 20 Fuß unter der Erdoberfläche und bringen im Schnitt 6 Junge zur Welt pro Wurf. Was ist mit Swooping Evil? Den gibt's hier gar nicht. Natürlich. Aber ich habe vorhin schon mal nachgeschaut, das ist so ein Vogel- oder Schmetterlingsähnliches Wesen. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. In einem hinter den Kulissen-Video-Trailer. Fliege! Na toll. Wurde gesagt, dass der Niffler öfter im Film vorkommt und dass er zwar süß aussieht, aber dass man das nicht fehlinterpretieren soll, weil die Viecher haben Faustdicke hinter den Ohren. Da bin ich ja mal gespannt. Außerdem wird im Trailer, wie gesagt, darüber gesprochen, dass er aus Hogwarts geflogen ist und dass Dumbledore sich dafür eingesetzt hat, dass er nicht fliegt. Eine interessante Parallele ist, dass Hagrid Jahre später auch aus Hogwarts geschmissen worden ist, weil er Aragog dabei hatte. Auch ein fantastisches Biest, diese Spinne, die ihr vielleicht aus den Filmen oder Büchern kennt. Und wir wissen ja alle, dass Dumbledore ein Herz für Regelbrecher hat. Das sieht man ja an Harry, Ron und Hermine, die gegen unzählige Regeln verstoßen haben. An Hagrid, den er dann als Wildhüter eingesetzt hat. Oder jetzt eben auch an Newt Scamander. Dumbledore muss übrigens, während Newt Scamander in Hogwarts war, um die 40 gewesen sein und er war noch Lehrer. Lehrer für Umwandlung oder sowas, glaube ich. Außerdem gibt es einige Nebencharaktere in dem Film. Zum Beispiel Tina und Queenie Goldstein. Schwestern, die sich wohl gegenseitig großgezogen haben und deswegen eine ziemlich starke Bindung auch miteinander haben. Das Einzige, was ich über Tina rausgefunden habe, dass sie mal Auroren war. Jetzt aber nicht mehr und ich weiß nicht warum und sonst weiß ich nichts über sie. Und über Queenie weiß ich gar nichts, außer dass sie die Schwester von Tina ist und irgendwie ein bisschen mädchenhafter, femininer oder so. Aber nicht nur. Nur die werden in Newt Scamanders Probleme mit dem Koffer verwickelt, sondern auch Jacob, ein Muggel, glaube ich. Denn der ist zurück aus dem Krieg und wollte eigentlich eine Bäckerei eröffnen. Außerdem sieht man, dass der Film viel im Zaubereiministerium in Amerika spielen wird, was Makusa genannt wird. Und die Präsidentin des amerikanischen Zaubereiministeriums ist Madame Serafina Piquiri. 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 Übrigens, wen es interessiert, es gibt natürlich auch in Amerika eine Zaubereischule. Und das ist die Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry. Kann mir bitte jemand sagen, wie die Zaubererschule für Deutschland hieß? Vielleicht wurde ich eingeladen und hab's nur nicht gecheckt. Ein lustiger Fakt, den ich auch noch rausfinden konnte. Wie manche von euch vielleicht wissen, gab es eine Prohibition in Amerika von 1920 bis 1933. Das heißt, Alkohol war verboten. Aber das Makusa hat den, ich spreche das wahrscheinlich total falsch aus, das Makusa hat den Zauberern tatsächlich nicht verboten, Alkohol zu trinken. Also die durften saufen. Es gibt in einem Trailer so eine Szene, da sieht es so aus, als würden die in so eine verbotene Bar gehen, wo es Alkohol gibt. Aber für Zauberer war das gar nicht verboten. Also, wuhu, saufen! Und das war leider auch schon alles, was ich über den Film und die Personen, die darin spielen, herausfinden konnte. Kann sein, dass ich was verpasst habe, kann aber auch sein, dass es wirklich alles ist und wir uns gedulden müssen und der Film zum größten Teil eine Riesenüberraschung wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich freue mich mega drauf. Falls ihr noch irgendwelche Infos habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir uns Dienstag, Donnerstag oder Sonntag. Oh, tschüss, Evanesco. Ich mag nichts mehr als dieses Harry Potter-Universum.